Guten Morgen! Heute ein Thema, was die meisten Menschen, die ein bewusstes Leben anstreben, gar nicht auf den Zettel haben, aber was auf so vielen Fronten dein Leben bereichern wird, dass es ja ein absoluter Katalysator eines bewussten Lebens eben sein kann. Es geht heute um das Klarträumen. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das bedeutet, dass du im Traum erkennst, dass du im Traum bist. Was soll das bringen? Ganz einfach, jeder kennt ja die unglaubliche Realität von intensiven Träumen. Da hat man Angst bei Albträumen, da ist man erregt bei erotischen Träumen und da freut man sich bei schönen Träumen. Doch für uns erscheinen die Träume ja willkürlich und nicht steuerbar. Und das ist zum Teil auch korrekt, solange wir uns nicht bewusst sind, dass wir träumen, ist das korrekt. Und aber genau da setzt das Klarträumen an. Sobald ihr euch bewusst seid, dass ihr träumt, könnt ihr natürlich das Bewusstsein, dass ihr träumt, nutzen, um euren Traum zu steuern. Und das Tolle daran ist, das fühlt sich eben total real an. Und das ohne, dass ihr die in der Realität vorhandenen Naturgesetze und menschlich arrangierten Konventionen einhalten müsst. Ihr könnt aus dem Fenster springen und fliegen, ihr könnt Zeit mit eurem Traummann oder eurer Traumfrau real verbringen, ihr könnt mit Verstorbenen Zeit verbringen und alles machen, was ihr wollt. Und bis hin zu sexuellen Perversionen. Das eben nicht nur wie beim Denken, also geistig einfach abrufen, sondern wirklich erleben, eins zu eins. Ich habe das selber nicht geglaubt, aber die Millionen von Menschen, die bereits klarträumen und ihre Erfahrungen in Foren geschildert haben und sich austauschen, haben es mich dann wie bei so vielen Sachen einfach ausprobieren lassen. Und ich kann nur sagen, es ist durchaus ein wirklich harter Weg bis hin zum ersten Klartraum. Zumindest für mich ist das so gewesen. Aber das Klarträumen entschädigt dann wirklich für alles. Es ist unglaublich, wie real das ist. Es ist absolut null Unterschied zum realen Erleben zu spüren. Aber man kann eben wirklich seine Träume leben und absolut real spüren. Ich möchte euch eben heute deswegen meine Erfahrung mit den Techniken und die Informationen, warum dies auch für ein bewusstes Leben wichtig ist, näher bringen. Ganz grob lassen sich die Klarträumtechniken in folgende zwei unterteilen. Zum einen ist die Gruppe der bewusstseinswahrnehmenden Techniken, die unter dem Oberbegriff Wild- oder Wild-Techniken zusammengefasst werden. Das bedeutet, dass man direkt vom Wachzustand in den Traumzustand kommt. Also man ist jetzt noch wach, real und dann in den Traum. Das ist dann auch wieder in viele Untertechniken unterteilt, da kann man dann aber auch gerne nachlesen, aber diese Techniken, die Wild-Techniken, haben bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und haben natürlich auch nicht so eine bewusstseinsfördernde Wirkung für das reale Leben wie die Technik, die bei mir zum Erfolg geführt hat. Aber manche schwören absolut auf diese Techniken, wie zum Beispiel, dass man durch kleine konditionierte Fingerbewegungen im Wachzustand das Unterbewusstsein darauf konditioniert, das zu trainieren und diese Fingerbewegungen sozusagen immer weiter gemacht werden und auch wenn man weiter schläft, immer weiter und im Traum dann erkennt, dass man sozusagen Finger und im Traum ist. Aber wie gesagt, diese Technik haben bei mir nicht funktioniert. Die zweite Möglichkeit wurde unter dem Oberbegriff Dealed oder Dialed geführt. Und da ist es nicht wie bei Wild, dass man vom Bewusstsein in den Klartraum kommt, sondern da kommt man vom Traum in den Klartraum. Also das bedeutet, dass ein Mensch ganz normal einschläft und träumt, aber im Traum realisiert, dass er im Traum ist und das sozusagen schult. Und dann ebenso wie bei den Wild-Techniken quasi seine Träume real erleben kann. Der Vorteil bei dieser Technik ist, dass man ein kritisches Bewusstsein schult und durch Realitätstests am Tage bei klarem Bewusstsein immer wieder aus einem unbewussten Leben heraussteigt, was generell auch mein Lebensziel ist. Und wie funktioniert das genau? Es gibt ein paar wirklich gute Bücher zum Thema, aber ich habe euch mal das für mich Beste unten in der Infobox verlinkt. Ihr könnt aber dann auch schauen, was für euch dann vielleicht sich besser anfühlt. Jedenfalls war die Technik, die mich zu meinem ersten Klartraum verholfen hat, folgende. Ich habe ca. 10-mal am Tag Realitätschecks durchgeführt. Also mein kritisches Bewusstsein eingeschalten und mich gefragt, bin ich jetzt wach oder träume ich? Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich bin zum Beispiel immer in die Luft gesprungen und habe beobachtet, wie lange ich in der Luft bin und wie ich wieder aufpralle.
In Träumen bleibt man tendenziell beim Hochspringen viel länger in der Luft und kann sogar manchmal so schweben, ne? Und man ist auch tendenziell irgendwie leichter und der Aufprall beim Aufkommen ist nicht so dumpf. Weiterhin schnelles Umdrehen und schauen, was hinter einem ist. Oder einmal um die eigene Achse komplett drehen, 360 Grad und schauen, ob das Bild, was vor einem ist, auch wieder da ist. Und ja, das und dann daran sozusagen überprüfen, ob man in der Realität ist. Weiterhin gegen Wände schlagen. Es muss hart und dumpf sein. Im Traum kann man oft durch Wände einfach durchgreifen oder durchschlagen oder massive Wände zerschlagen. Einige nutzen auch so einen kleinen Kreisel, den sie immer mit haben und dann und wann irgendwo hinstellen und anfangen zu kreiseln. Und wenn der Kreisel dann irgendwann umfällt, dann ist man in der Realität. Weil im Traum ist es so, dass der Kreisel oft einfach unendlich weiter kreiselt. Das Wichtige bei allen diesen Realitätschecks oder Realitätstests ist, dass man sich wirklich ernsthaft die Frage stellt, also ein wirklich kritisches Bewusstsein hat. Damit steht und fällt das ganze Projekt. Also mit jeder Phase seines Körpers wirklich, dass man da wirklich feststellen will, ist man jetzt wirklich in der Realität, in der man sich befindet. Wirklich. Und das schult halt so unglaublich das Bewusstsein, weil man ja quasi die Möglichkeit annimmt, dass alles nicht real ist. Was man für real hält, seine eigene Fehlbarkeit, ihr erinnert euch. Und so ein richtig tolles neurologisches Netz aufbaut, was extrem tolerant ist und auf dem jede Erkenntnis und jeder Glauben quasi als potenziell unwahr gespeichert ist, da man ja träumen könnte. Und dieser Habitus der Realitätschecks, den führt man im Endeffekt immer weiter durch, so oft es geht. Ich habe das 5 Wochen gemacht, bevor ich dann das erste Mal meinen ersten Klartraum hatte. Manche haben den aber schon nach 2 Wochen, manche erst nach einem Jahr oder was. Warum ist das so? Mit den Realitätschecks bildet man ein neurologisches Netz. Ein neurologisches Netz ist einfach die Abfolge von Handlungen und Emotionen ausgelöst durch einen Auslöser. Das Beispiel, was sicherlich alle kennen, ist das Pavlovische Experiment, dieser Pavlovische Hund, wo man immer bevor der Hund was zu essen bekommen hat, eine Glocke geläutet hat. Und irgendwann, hat man, der Hund hat dann sozusagen immer gesabbert, wo er das Essen gesehen hat. Irgendwann hat man dann nur noch die Glocke geläutet und der Hund hat schon gesabbert, obwohl überhaupt kein Essen da war, weil er gespeichert okay, jetzt kommt Essen. Nur obwohl die Glocke eigentlich nichts mit dem Essen zu tun hat. Und genauso sind Menschen zu konditionieren und bauen hunderttausende neurologische Netze in ihrem Körper auf, wenn nicht sogar noch mehr, die dann einfach unbewusst ablaufen. Und wenn man in seinem täglichen Habitus die Realitätschecks einbaut, werden sie zum Teil des eigenen Lebens. Und je nachdem, wie intensiv und wie oft man diese Checks einbaut, umso sehr muss man sich daran auch nicht mehr bewusst erinnern, sondern man macht diese Checks dann automatisch. Und genau das ist eben dann auch das, was dann in unseren Träumen passiert. Da wir in unseren Träumen ja nicht komplett unsere Hirnstruktur verlieren und unser Bewusstsein für uns selbst, inklusive auch der gelernten Gefühle und der Gedanken und auch unsere Verhaltensweisen. Wir werden also auch unbewusst in unseren Träumen anfangen, die Realitätschecks durchzuführen. Und dann passiert es eben, dass im Traum realisiert wird, dass wir träumen. Wenn eben diese Realitätschecks dann negativ ausfallen. Das bedeutet wie bei meinem ersten Mal, ich springe halt in die Luft und auf einmal bleibe ich in der Luft. Und es ist ja real, wenn man träumt. Aber dadurch, dass ich in der Luft bleibe, erkenne ich jetzt Klartraum. Das ist jetzt ein Klartraum. Geil. Ich träume jetzt. Wow. Ich schwebe. Es ist ein Traum. Und ich bin real dabei. Ich weiß, dass es ein Traum ist. Geil. Und da habe ich mir sofort eine nackte Frau vorgestellt, die ich dann an der Brust berührt habe. Und die Berührung, die war so real, die war so echt. Und ich wusste, ich kann jetzt alles mit ihr machen. Ich bin ja im Traum. Und da war ich so erregt. Und und dann bin ich aufgewacht. Und das ist das größte Problem der beginnenden Klarträumer. Man arbeitet wochenlang auf den Moment hin und dann kommt er und dann ist man in 99% der Fälle so aufgeregt, dass man ihn nur ein paar Sekunden genießen kann und dann eben aufwacht. Das passiert so ziemlich jedem Klarträumer, der das erste Mal klarträumt. Ist auch in den Foren immer schön zu lesen, was war euer erster Klartraum. Und, naja. Aber wenn man einmal diese Erfahrung gemacht hat, dann weiß man, warum man sich das antut. Wie gesagt,
Ich finde es tendenziell auch generell positiv, das Bewusstsein zu schulen. Und irgendwann ist es eben kein Problem mehr, minutenlang klar zu träumen. Es ist nicht einfach, da die Freude und der Endorphinanstieg oftmals den Körper zum Aufwachen bringt. Man muss halt versuchen, tendenziell eher cool zu bleiben. Daher meine Empfehlung, wenn ihr das erste Mal klar träumt, dann fangt ganz easy an. Möglichst nicht, was euch erregt, sowohl körperlich als auch geistig. Schwebt ein wenig, fliegt ein wenig durch eure Heimatstadt, aber möglichst nah über dem Boden. Weil umso höher ihr über dem Boden schwebt, umso stärker ist auch die Erregung, das positive Glücksgefühl. Wie gesagt, ihr spürt das absolut real, wie der Wind über eure Nase streift und entsprechend auch mal ein Blatt oder sowas. Und umso höher ihr schwebt, umso mehr steigt natürlich auch das Adrenalin. Ne? Umso höher ist klar. Also einfach nachts flach über den Boden fliegen, wo wenig passieren kann, keine Autos auf den Straßen und so weiter. Und ja, wenn ihr die Szenerie verlassen wollt, um in eine andere zu hoppen, in einem Klartraum. Also ihr seid gerade irgendwo im Supermarkt, aber ihr wollt jetzt in den afrikanischen Dschungel. Dann sucht Fenster oder Türen, wo ihr durchspringen könnt. Denn einfach nur Klick machen und jetzt bin ich im Dschungel, das funktioniert meistens nicht. Man braucht irgendwie so was Reales, wie so ein Fenster oder eine Tür. Bei mir hilft das auch immer wieder, dass ich über eine Hecke springe. Das ist bei mir immer so, ich springe über eine Hecke in den nächsten Traum. Aber das müsst ihr selber für euch finden. Ich kann es nur jedem empfehlen, das wirklich mal auszuprobieren. Es schult halt euer Bewusstsein am Tag und bringt euch zusätzlich dazu, dass ihr eure Träume leben könnt. Das sind zwei absolute Lebensqualitätsbooster. Aber bringt Geduld mit und schaut euch ruhig mal auch die anderen Methoden an. Viele haben mit Dialed kaum Erfolge, aber dafür mit Wild. Also bei mir war es nur noch andersrum. Eine Sache, die ein Freund macht, der auch leidenschaftlicher Klarträumer ist, noch leidenschaftlicher als ich, ist, dass er in seinem Zimmer eine rote Lampe an der Decke mit Zeitschaltuhr angebracht hat. Und in der Zeit, wo er besonders intensiv träumt, also irgendwann nach der Tiefschlafphase, das kann man sich informieren, da gibt es ja die Traumphasen und so weiter, geht bei ihm das rote Licht an der Decke an, was zwar nicht so hell ist, dass man da aufwacht, aber was im Traum zu sehen ist. Und das bedeutet, in seinem Traum wird plötzlich alles rötlich und dann weiß er, alles klar, jetzt bin ich im Traum. Also es gibt hier so unendlich viele Möglichkeiten. Ein Film, der auch absolut zu empfehlen ist und ein richtiger Motivationsbooster ist, wenn es darum geht, klar zu träumen oder klar träumen zu lernen und das auch eine kleine Motivation braucht, die Arbeit da reinzustecken, ist Inception. Auch den Link habe ich euch unten in die Infobox gepackt. Absolut zu empfehlen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch diesbezüglich mal inspirieren, dem Klarträumen eure Aufmerksamkeit zu schenken. Wie gesagt, ein absoluter Lebensqualitätsbooster. Und ja, am Ende möchte ich euch noch auf Donnerstag hinweisen. Donnerstag 21 Uhr gebe ich euch wieder die Möglichkeit, mich direkt anzurufen und mir eure Gedanken mitzuteilen oder über ein Thema, was euch bewegt oder interessiert, einfach zu reden. Oder einfach mal euren Frust rauszulassen oder eure Freude, was auch immer. Ich bin da, ich bin live da. Donnerstag 21 Uhr. Es ist einfach wirklich für euch die Möglichkeit, dass euch jemand anhört, der auch für euch da ist und dass ihr einfach wirklich einfach mal reden könnt über das, was euch betrifft. Denkt daran, wenn ihr anrufen wollt, vorher das Tutorial euch anzuschauen, dass da keine technischen Probleme am Abend gibt, dass ihr auch wirklich dann anrufen könnt. Ich habe es auch oben in die Infokarten gepackt, nochmal das Tutorial, oder sucht es einfach auf meinen Kanal. Addet mich einfach unter der Woche unter dem Skype mit Premium Live und dann habt ihr die Möglichkeit am Donnerstag einfach anzurufen. Ihr müsst ja natürlich nicht Donnerstag anrufen, wenn ihr mich addet, ne? Oder ich rufe euch auch nicht an, nur dass ihr dann die Möglichkeit habt, weil ich muss euch ja auch adden. Ich werde das auch so lange anbieten, donnerstags, solange die Leute noch reden möchten. Es waren jetzt zweimal und solange die Leute noch anrufen, bin ich Donnerstag 21 Uhr für euch da. Und ja, ihr könnt auch komplett anonym anrufen, ohne dass ihr quasi zu sehen seid. Oder ihr schaut einfach nur mal als Zuschauer vorbei. Es sind immer eigentlich zwei interessante Themen am Start. Donnerstag 21 Uhr. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann müsst ihr das auch tun oder solltet ihr das auch tun, weil ihr von YouTube nicht über den Live-Talk informiert werdet. Aber die meisten haben mich aber wahrscheinlich sowieso schon abonniert. Also dann schreibt mir auf jeden Fall jetzt die Kommentare, was ihr vom Klarträumen haltet. Habt ihr es selber schon ausprobiert? Ist das Thema eventuell komplett neu für euch? Oder seid ihr selber schon Klarträumer? Ich bin total gespannt. Das ist ein Thema, was, wenn man es noch nicht erlebt hat, ein bisschen
komisch anmutet, aber wenn man dann sieht, wie viele Millionen oder hunderte Millionen von Menschen damit schon Zugang gehabt haben und sich dann auch in Foren austauschen, erkennt man, dass es einfach nur etwas ist, womit man sich selber einfach nur noch nicht beschäftigt hat, was aber ja, wirklich eine Sache ist, dem man auf jeden Fall mal eine Chance geben sollte. Ich wünsche Euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder. Euer Christian. Tschüssi.